Der Brunner Bauernmarkt läutete die Herbstsaison mit einem stimmungsvollen Fest ein. Köstliche Spezialitäten aus der Region und ein abwechslungsreiches Musikprogramm sorgten für ein unvergessliches Erlebnis. Besucherinnen und Besucher genossen die gemütliche Atmosphäre und die spätsommerlichen Temperaturen. Das Wetter war herrlich, die Stimmung war gut. Zum Ausklang des Sommers im Brunner Gebirge wurde standesgemäß gefeiert und zwar im Rahmen des Bauernmarktes. An diesem finden alle zwei Wochen die Brunnerinnen und Brunner Schmankerl und Spezialitäten aus der Region. Die regionalen Betriebe sind natürlich sehr, sehr wichtig für uns, ja, weil wir sagen immer, alles was von der Wirtschaft her hier im Brunn beheimatet ist, soll auch die Möglichkeit haben, auf solchen Festivitäten sich auch präsentieren zu können. Die SPÖ Brunn am Gebirge lud zum Start der Herbstsaison des Bauernmarktes zu einem Fest. Bei gemütlicher Marktstimmung und schwungvoller Live-Musik konnten die Besucherinnen und Besucher den Nachmittag vor dem Bruno in vollen Zügen genießen. Es ist das Highlight des Bauernmarktjahres, was vom Beginn März bis zu den Sommerferien und nach den Sommerferien bis Ende Oktober, Anfang November jede zwei Wochen stattfindet. Feste sind grundsätzlich schön, um sich zu treffen und gemeinsam zu feiern. Und für die SPÖ ist es wichtig, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, aber im Vordergrund steht, dass die Bürgerinnen und Bürger Spaß haben und sich hier wohlfühlen. Es soll einfach ein lustiger Tag sein für die Brunnerinnen und Brunner. Die SPÖ veranstaltet das alle zwei Jahre mit Musik. Man hört es im Hintergrund, es gibt eine Tombola, es gibt was zum Essen. Die Standler sind da, da kann man was kaufen. Und das Fest geht eben von Vormittag bis am mittleren späten Nachmittag. Normalerweise fand das Bauernmarktfest im Brunnengebirge alle zwei Jahre statt. Es gab aber voriges Jahr im Frühjahr eines, es gibt heuer eines, weil wir durch die Pandemie drei Jahre keines veranstalten konnten. Und den Brunnerinnen und Brunnen gefällt das Fest und es gefällt ihnen das Fest so gut, weil sie 12 bis 15 Mal im Jahr den Brunner Bauernmarkt kennen und besuchen. Köstlichkeiten von nah und fern, Kunsthandwerk, ihr habt sich umgeschaut auf den Ständen, das wird im Brunnen sehr gut angenommen und ich freue mich, dass ich seit vier Jahren dafür verantwortlich zeichne, dass es diese Veranstaltung und jetzt scheinbar auch jährlich dieses Fest gibt. Wir haben heuer zwei Bands, das ist die Acoustic Selection und dann ab 14 Uhr haben wir dann noch eine Band, die Tonbiester, die auch ganz tolle Musik machen. Der Wettergott meint es gut mit uns. Ich sage immer, im Brunn scheint immer die Sonne und das hat sich ja für heute bewiesen. Bestellt ist bestellt, das Wetter ist gut. Die Leute unterhalten sich, Musik ist ein Traum, ja, also ich spiele so richtige Lieder, wo auch die Leute mitsingen können, mitklatschen können oder mitklopfen können mit dem Bein. Ja, es ist einfach ein schönes Fest. Ich kann dem ganzen Team nur gratulieren zu dieser Organisation. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, das zeigt einfach, Handschlagqualität ist Qualität.